Neben mir sitzt zu meiner Rechten Sabine Kurz, Jahrgang 1961. Warum ich die Jahrgänge jetzt erwähne? Ich glaube, es wird noch eine Rolle spielen. Mitglied des Landtages Baden-Württemberg, Sprecherin der CDU-Fraktion für Wissenschaft, Forschung und Kunst. Als Germanistin sammelte sie in verschiedenen Bereichen Erfahrungen in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, war Referentin im Staatsministerium Baden-Württemberg und wissenschaftliche Mitarbeiterin bei Bundestagsabgeordneten. Frau Kurz, ganz kurz zum Einstieg. Was war das erste Mal, dass Sie in Kontakt mit Digitalisierungsvorhaben von Kulturgut gekommen sind? Jetzt verstehe ich, warum Sie meinen Jahrgang genannt haben. Ich glaube, alle meiner Generation sind da so nach und nach hineingewachsen und man kann, glaube ich, gar nicht sagen, wann das Urerlebnis war. Baden-Württemberg nimmt natürlich für sich immer in Anspruch, die Nase vorn zu haben. Insofern will ich einfach erwähnen, dass wir seit 30 Jahren das ZKM haben, dass wir eine Medien- und Filmgesellschaft haben, dass wir einen Höchstleistungsrechner in Baden-Württemberg haben, der auch für die Kreativwirtschaft zur Verfügung steht. Also ich kann jetzt nicht genau einen Punkt nennen, aber für mich sehr interessant war 2014 eine Tagung, die ich organisiert habe, gemeinsam mit dem Schiller Nationalarchiv in Marbach, wo es um die Bestandserhaltung, die Konservierung und die Digitalisierung von Archivgut ging. Und aus dieser Zeit habe ich mitgenommen, dass wir eigentlich zweigleisig fahren müssen, dass wir die Originale, den Bestandserhalt des originalen Kulturguts nicht vernachlässigen dürfen und parallel dazu aber eben auch die Digitalisierung vorantreiben müssen. Vielen Dank. Zu meiner Linken sitzt Tim Renner, Jahrgang 1964. Staatssekretär für kulturelle Angelegenheiten des Landes Berlin, stammt aus der Musikbranche, war bei Universal und Motor Entertainment und ich habe gelesen, Herr Renner, Sie sind Professor bei der Popakademie Baden-Württemberg. Was können Museen, Archive und Bibliotheken von der Popakademie Baden-Württemberg lernen? Was Sie davon lernen können? Ja, können die was man, wir nicht können? Dass man sehr frühzeitig sehr bewusst Ausbildungsgänge auch ins Digitale hineinführen muss und damit eine unglaubliche Nachfrage schafft. Also die Idee der Popakademie Baden-Württemberg, um hier mal als Ehren-Baden-Württemberger zu sprechen, war eigentlich ursprünglich eine neue Generation von Musikmanagern auszubilden und fundiert auszubilden an dieser Akademie. Der Effekt, den wir erlebt haben, dadurch, dass die natürlich einen sehr, sehr starken digitalen Schwerpunkt hat, weil digitale Vermittlung ist der Kern der Musikwirtschaft heutzutage, werden ihnen ihre Studenten aus den Händen gerissen von musikfremden Bereichen. Also sowohl Telekom-Unternehmen als auch TV-Unternehmen als auch Buchverlage balgen sich, und es gibt noch sehr viel mehr, um genau diese Studenten, die sie da ausbilden. Und es zeigt auf, wie gigantisch der Bedarf ist an Menschen, die von vornherein gelernt haben, digital in der Vermittlung als auch in digitaler, das weicht ein bisschen von unserem Thema ab, Wertschöpfung zu denken. Und das können die Studenten aus Mannheim. Ganz zu meiner Linken, Dr. Carsten Broster, Jahrgang 1974, Staatsrat, das ist in Hamburg, was in Berlin Staatssekretäre sind, Staatsrat für Kultur, Medien und Digitales der Freien und Hansestadt Hamburg. Er war Leiter der Abteilung Kommunikation des SPD-Parteivorstandes sowie im Bundesministerium für Arbeit und Soziales stellvertretender Leiter des Planungsstabes. Herr Broster, Sie sind für die Digitalisierung Hamburgs zuständig im Senat. Wie weit sind wir? Das ist ein schöner Prozess, der niemals angefangen hat und niemals beendet sein wird. Also ich glaube, was wir uns hier gerade angucken, was uns betrifft, ist, dass Digitalisierung sich in Wellen bewegt. Und wir haben so eine erste Welle von Digitalisierung vor 20, 25 Jahren gehabt, die vorwiegend die Informations- und Kommunikationssysteme unserer Gesellschaft betroffen hat. Und das ist dann, in der Folge hat es dann die Musikwirtschaft irgendwann gerissen, als ein Beispiel, weil die Vertriebswege weg waren. Die zweite Welle, die wir haben, ist die Digitalisierung von Produktions- und Logistikprozessen. Das ist das, was wir landläufig in der Industrie 4.0 diskutieren. Und das dritte ist, was wir jetzt seit ein paar Jahren zunehmend erleben, ist das Eindringen digitaler Technologien im Prinzip in unsere öffentlichen Infrastrukturen, in die öffentlichen Räume,
Räume quasi überall. Also ich habe mittlerweile plausible Statistiken dafür, dass wir schon längst mehr Geräte online haben weltweit, als wir Zahnbürsten haben. Und das sozusagen ist ein Anfang und das wird deutlich weitergehen an der Stelle. Und diese Veränderung zu managen, ist eine Aufgabe, die betrifft auch Kultureinrichtungen, aber die betrifft Stadt darüber hinaus. Und da sozusagen sind wir daran, das miteinander verzahnt zu entwickeln, weil wir glauben, dass viele Lösungen, die man beispielsweise aus Kreativkontexten entwickeln kann, auch wunderbar anderswo anwenden kann, umgekehrt aber auch. Also sozusagen ein Archivroboter, wenn ich den entwickle, findet durchaus Vorbilder in der Logistik. Also da habe ich auch Lerneffekte über Genregrenzen hinweg, mit denen ich vielleicht sonst nicht umgehen würde, wenn ich das getrennt behandeln würde. Vielen Dank. Ich habe mir überlegt, zum Einstieg, wir reden ja vor allen Dingen über die Digitalisierungsprojekte in Kulturinstitutionen, in Bibliotheken, Archiven, aber vor allen Dingen auch in Museen und dort auch um die Bereiche der Langzeitarchivierung. Und ist es so, dass die Zeit der Projekte vorbei ist? Ab jetzt geht es um die Institutionalisierung. Deswegen meine Frage in die Runde, ist das richtig? Und bitte vermeiden Sie bei Ihrer Antwort die Worte klamme Kasse und alle Synonyme dafür. Vielleicht fangen wir bei Herrn Renner an. Naja, das nicht gerade reiche Bundesland Berlin hat im letzten Haushalt immerhin für Kultur 11% mehr ausgegeben, also 52 Millionen raufgelegt. Das ist ja schon mal eine Aussage, wo die Schwerpunkte liegen. Alles eigenes Geld? Das war auch das Geld aus Baden-Württemberg und aus Hamburg, was wir einer sinnvollen Verwendung in der Hauptstadt zuführen. Diesbezüglich, also ist die Kassenlage für uns nicht das entscheidende Argument. Das entscheidende Argument muss jetzt tatsächlich sein, dass der nächste Schritt folgt. Verständlicherweise sind, wie bei allen neuen Aufgaben, erstmal die Institutionen, aber auch die freien Szenen, die es uns genauso betrifft, rangegangen über Projekte. Und auch aus dem allgemeinen Missverständnis, was ich übrigens aus der Musikindustrie genauso kenne, bei uns fing es an mit 2012, diese ganze Projektierung, da war ich noch gar nicht dabei, das ist ja was Vorübergehendes. Vorübergehend insofern, man digitalisiert einmal und dann ist so Job done, Haken, Projekt erfüllt. Jetzt beginnt man langsam überall zu begreifen, also auch bei den Institutionen, es handelt sich hierbei nicht um ein Projekt, sondern um eine dauerhafte Aufgabe, die zwei Ebenen hat. Die eine Ebene ist die Archivierung, Langzeitarchivierung als beständiger Prozess. Die andere Ebene ist die Vermittlung, die natürlich auch in meinem Digitalen eine andere Vermittlungsform ist, auch nochmal ein anderes Personal braucht. Das große Grundproblem, was wir haben werden im politischen Prozess, den Sie ansprechen, hin zur Institutionalisierung, ist das, was man in der Musikindustrie das Double Play nennt. Also die Gleichzeitigkeit von analog und digital. Diese Gleichzeitigkeit ist tückisch, denn sie führt nicht zu dem Effekt, den man sich ja gemeinhin wünschen würde, besonders deutlich beim Archiv. Also man kann nicht sagen, super, jetzt habt ihr die Bücher da digitalisiert oder die alten Schriften, schmeißt die mal weg, schult den Archivar um und alles wird gut. Sondern es ist die Gleichzeitigkeit des alten Archivs und des Digitalisats. Es ist die Gleichzeitigkeit, dass ich zweimal auch die Manpower brauche, um zu betreuen, um die Sache nutzbar zu machen. Und das ist natürlich einfach ein Aufwuchs, der auch im parlamentarischen Raum so lange schwer zu vermitteln ist. Und der Parlamentarier muss noch über den Haushalt und für eine Institutionalisierung entscheiden, wie er keine direkte Wirkung in der Breite der Gesellschaft sieht. Und das heißt, wer eine Institutionalisierung der Digitalisierung anstrebt, und das sollten wir alle tun, muss zwingend die Brücke zu den Nutzerinnen und Nutzern bauen. Denn das ist nicht nur die Erfüllung eines wichtigen Teils des kulturellen Auftrags, sondern auch das einzige Mittel, wie derjenige erreicht werden kann, der im Endeffekt über diese Institutionalisierung im Endeffekt entscheiden muss, nämlich die Abgeordnete und der Abgeordnete. Die gucken genau dahin, eben halt, kommt das an bei den Bürgern? Und das ist die Krux, die wir uns stellen müssen.
Frau Kurz, Sie sind Abgeordnete und wie läuft da der Diskurs in Baden-Württemberg? Sind das auch die Überlegungen, die Sie sich anstellen? Es ist schon richtig, die Kultur steht im politischen Diskurs nicht im Mittelpunkt. Wir haben ja jetzt nach der Landtagswahl im März diesen Jahres hat die neue grün-schwarze Landesregierung Digitalisierung als Oberthema sozusagen in den Koalitionsvertrag geschrieben und dafür auch 325 Millionen Euro für diese Legislaturperiode zur Verfügung gestellt. Aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass man dort im ersten Moment die Wirtschaft im Auge hat, vor dem Hintergrund, dass wir eigentlich noch einen Schritt zurück sind. Wir haben nämlich noch gar nicht die leistungsfähigen Netze, um das alles möglicherweise zu transportieren, was wir hier besprochen haben. Also wir müssen im Grunde erst die Autobahnen bauen, auf denen dann unsere Kulturfahrzeuge möglicherweise auch rollen können. Das nächste ist sicherlich, dass man sagt, auch die Verwaltung muss viel stärker IT-basiert arbeiten. Man hat natürlich die Wissenschaft im Blick, man hat auch Schule, Lehre, E-Learning im Blick. Aber die Öffentlichkeit diskutiert weniger über Kultur in diesem Zusammenhang. Nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass wir da auf einem richtigen Weg sind, aber ich glaube, es ist viel stärker noch in den Anfängen, als hier dieses interessierte und kundige Publikum wahrnimmt. Also wir hatten jetzt einen Prozess, wo man mal Museen zusammengerufen hat und hat in monatelangen Workshops versucht klarzumachen, was brauchen wir, was wollen wir, digitalisieren, was wollen wir wie aufeinander abstimmen, was braucht ausgerechnet dieses Museum zum Beispiel. Wir haben überlegt, ob Hochschulen untereinander E-Learning-Konzepte gemeinsam standardisiert sozusagen entwickeln können. Also ich glaube, wir sind überhaupt erstmal dabei, uns darüber zu vereinbaren, was wir wie wollen, bevor wir tatsächlich in die Umsetzung und letztlich auch in die institutionelle Finanzierung reingehen können. Es ist tatsächlich eher punktuell und projektbezogen, aber diese Projekte sind nicht irgendwo frei, sondern sie sind bei uns, meinem Eindruck nach, schon in Institutionen angesiedelt. Herr Broster, letztes Jahr in der Konferenz Zugang gestalten in Hamburg haben wir viel über die Aktivitäten Hamburgs in dem Bereich gehört. Ich glaube, seitdem ist auch ein bisschen was getan. Sehen Sie das ähnlich, dass es auch stark auf die Nutzerausrichtung ankommt, wie das anscheinend in Berlin getan wird und dass das auch stark dann mit einer Institutionalisierung der verschiedenen Vorhaben zusammenhängt? Ich komme auf die Nutzer gleich. Ich will sozusagen noch mal einen Schritt zurückgehen und ein bisschen in Frage stellen, ob der sozusagen die antithetische Gegenüberstellung von Projekt und Institutionalisierung tatsächlich die Antithese ist, zu der wir sie hier machen. Denn dazu muss ich mir den Projektbegriff angucken. Ich glaube, aus welchem Status wir rauskommen müssen, ist diese Idee kleiner Zusammenhänge, die auch kleine Zusammenhänge bleiben. Also nach dem Motto, wenn ich sagen, irgendwo ein Haus, da gibt es eine tolle Idee, das setzen die um, das machen die da, das ist eine Insel und ich kann damit nichts anfangen und ich kann sie nicht skalieren. Das Spannende an der Digitalisierung ist ja die Skalierung. Wenn ich mir aber angucke, wie digitale Projekte anfangen, dann fangen sie klein an. Also ein Startup baut ein sogenanntes MVP, das Minimal Viable Product. Das wird ausprobiert, man guckt, funktioniert das und wenn das funktioniert, dann mache ich es größer, dann skaliere ich es weiter und dann entwickelt sich aus dem Projektzusammenhang in eigentlich dauerhaften Projektschleifen sozusagen irgendwann etwas, was auf einer großen Ebene funktioniert. Das heißt, eigentlich muss ich die Projektarbeit institutionalisieren. Das setzt uns ein Stück weit unter Stress an der Stelle, weil öffentliche Einrichtungen so und auch Museen so nicht gebaut sind, sondern wenn wir was machen, dann planen wir ordentlich durch, schreiben eine Zahl dran, die wir maximal dafür ausgeben wollen, nehmen Kostenpuffer dahinter, damit wir wissen, wir bleiben unterhalb dieser Zahl und dann wird ausgeplant. Das Problem ist, damit bewegen wir uns in Planungszyklen, die 2, 3, 4, 5 Jahre bedeuten und wir können uns gar nicht sicher sein, ob die Programmiersprache, die wir am Anfang
wählen, eigentlich in 5 Jahren noch die sein wird, für die wir Programmierer finden. Das heißt, ich muss kleiner, schneller und agiler werden, auch in der Museumslandschaft, in der Kulturlandschaft. Das muss ich aber so machen, dass es skalierbar ist und sozusagen vernetzbar wird und damit allgemein einsetzbar wird. Das ist, glaube ich, die spannende Aufgabe an der Stelle. Und dafür muss ich auch budgetmäßig anders daran gehen, als ich das bisher gemacht habe. Da muss ich im Prinzip Globalbudgets schaffen, die dauerhaft zur Verfügung stehen, um dann jeweils diese kleinen Schritte finanzieren zu können. Das haben wir Gott sei Dank in Hamburg vor etlichen Jahren insgesamt für IT-Vorhaben der Stadt gemacht und können auf diese Infrastruktur jetzt auch für die Kulturdigitalisierung zurückgreifen, weil die Museen beispielsweise antragsberechtigt sind für diese Bereiche. Das ist ein Vorteil, den wir da haben an der Stelle. Die Frage nach den Nutzerinnen und Nutzern, ja, was denn sonst? Also wir machen das ja nicht für uns und freuen uns dann, dass wir irgendwie tolle Digitalisate sozusagen im Backend haben, sondern am Ende geht es natürlich darum, dass ich Teilhabe und Zugangsbarrieren beiseite schaffen kann an der Stelle. Wir machen den Fehler in diesem gesamten E-Government-Diskurs, den wir in Deutschland haben, der sozusagen, wenn ich jetzt mal Digitalisierung öffentlicher Angebote nehme, dass wir immer den Prozess vom Staat zum Bürger denken. Und dann haben wir diesen analogen Prozess vor uns. Wenn wir sagen, wir digitalisieren den, dann gucken wir uns den alten Prozess an und zerlegen den in einzelne Prozessschritte und digitalisieren den sozusagen vom Kernbereich des Staates zum Bürger schrittweise sozusagen auf neuer technischer Basis. Am Ende entsteht dabei irgendetwas, das Bürgerinnen und Bürger nicht verstehen. Weil alles, was an digitalen Angeboten entwickelt wird, wird von der individuellen Nutzerbedürfnisperspektive des Users entwickelt. Und da muss ich ansetzen. Ich muss mich fragen, was wollen die eigentlich? Und von dieser Frage, was wollen die eigentlich, muss ich den Prozess strukturieren. Das ist aber auch wiederum eine Umkehrung des Denkens, die wir bisher haben. Das betrifft aber nicht nur Kultur. Das betrifft am Ende des Tages, wenn wir uns vornehmen als Staat, dass wir sagen, wir wollen unsere Regierungsdienstleistungen künftig digital darreichen, praktisch jede Form unseres Angebotes. Dann dürfen unsere Government Gateways oder das, was wir als E-Government betreiben, nicht aussehen, als ob sie immer noch sozusagen für den Netscape 3.1 Browser von 1998 programmiert worden sind, sondern wäre es schon schön, wenn wir irgendwie mal sozusagen die Jahrtausendgrenze überschreiten und vielleicht irgendwann mal in Richtung 2010 kommen. Damit wäre ich schon ganz happy. Aber das setzt eine Umkehrung der Perspektive voraus und ohne das geht es nicht. Ohne das werden wir auch keine Legitimation für die Mittel bekommen, die wir dafür aufwenden müssen. Gibt es denn die Debatten und Diskurse, die sozusagen den Institutionen, die das betreiben, Ziele für die Ziele definieren, die sie erreichen sollen, was den Nutzerumgang anbelangt, also was damit erreicht werden soll? Ich mache es noch ganz kurz. Ich habe die Frage gerade weggenommen. Sorry. Na, also im Kern ja. Also das ist genau das. Wir haben gerade im Senat in Hamburg vor ein paar Wochen eine Drucksache beschlossen. Drucksachen sind ja sozusagen der erste Schritt, aus dem dann hoffentlich irgendwann politische Veränderung folgt. Sozusagen Digital First. Die beinhaltet klare Maximen. Also ich glaube nicht so sehr daran, dass wir richtig weiterkommen, wenn wir uns Ziele vornehmen aufgrund dieser Entwicklungsperspektive. Also jetzt ein Leitbildprozess, das digitale Museum 2030. Da hätte ich wenig Lust, mich daran zu beteiligen, weil ich noch nicht mal wüsste, welche Techniken wir 2025 haben. Also das finde ich unspannend. Aber ein paar sozusagen Handhabungen, nach denen ich Entscheidungen jeweils in der Einzelfallsituation zu treffen kann, also beispielsweise Usability, beispielsweise Convenience, beispielsweise Open-Data-Strukturen, einfach ein paar Grundmaxime, die ich immer berücksichtige, wenn ich Entscheidungen treffe, wie ich Techniken implementiere. Dann kriege ich Geschwindigkeit rein und dann halte ich das Ding irgendwie auf Richtung. Die muss ich aber vorgeben, aber nicht nur im Kulturbereich, sondern die strecken sich am Ende über die gesamten Infrastrukturen, die wir als Staat zu verantworten haben. Ja, der Prozess ist ein Prozess, den Politik begleiten muss. Wir tun das in Berlin auch immer wieder durch gemeinsame Symposien, die wir mit DIGIS, das ist unsere zentrale Digitalisierungsstelle am Konrad-Zuse-Institut, dann gemeinsam angehen und das dort auch wirklich miteinander besprechen. Im Endeffekt glaube ich aber nicht, dass es in der Tat geht um Masterpläne, sondern es geht so ähnlich, wie ich es aus der Wirtschaft kenne, um Best Practice. Also wenn ich irgendjemanden habe, der mal den richtigen Weg gefunden hat, wollen alle anderen das auch haben. Dazu muss ich ihn aber erstmal ankitzeln und da gibt es natürlich, ich weiß, hier sind einige im Raum, ist die Archivarin, ist der Archivar eine schwierige Zielgruppe. Denn die Frage ist, wer ist der User? Der gemeine Archivar, Archivarin, hat zwei Freunde. Der eine ist auch Archivar oder Archivarin, der andere ist Forscher. Und eigentlich versucht er eben halt das, was er archiviert, vor diesen User da draußen zu schützen. Also das ist, und dessen schmutzigen Händen und das Ganze, was er mit dem Atem und dem ganzen ekligen Zeug, was Menschen so an sich haben.
Und das ist das Grundproblem so im Kopfdenken, ne, wo man eigentlich sagen muss, wenn du völlig richtig sagst, muss vom User aus denken. Der User heißt in diesem Fall nicht der andere Archivar oder der Forscher, sondern der User muss dann schon dem sein, wie vermitteln wir das wirklich zu ganz normalen Menschen da draußen. Und das ist wirklich in der Tat Try and Error. Das heißt, da müssen wir unterschiedliche Sachen ausprobieren. Und da sind wir aber natürlich genau in der Falle drin, die hier angesprochen wird. Ausprobieren heißt erstmal noch nicht institutionalisierte Förderung, sondern heißt Konzept. Also da gehe ich mit einem Konzept mal ran und ich teste aus, funktioniert es nicht. Institutionalisieren muss ich Grundmechaniken, wie bei uns zum Beispiel DIGIS, die immer noch auf einer Konzeptförderung basieren, aber, da verrate ich nicht zu viel, im nächsten Haushalt und Verwaltung schon längst gedacht sind, als zu institutionalisieren. Kann natürlich mein Nachfolger, der Kultursenator, anders sehen, aber da muss es hat dann ziemlich viele Diskussionen in meiner Verwaltung zu führen, wenn das anders sieht. Also der Weg der Mechanik ist einer, der institutionalisiert werden kann. Der Weg der Idee, das ist einer, der probiert werden muss. Und das ist bislang dann immer noch eher Konzept. Also beides, institutionalisieren und mehr Projekte zum Ausprobieren? Also die Digitalisierung ist ja kein Selbstzweck. Und insofern, und ich muss es nicht nur einfach machen, weil es geht, sondern ich muss schon mir darüber Gedanken machen, wozu brauche ich sie. Und deswegen sind diese Überlegungen, was hat ein Museum beispielsweise für eine Strategie, wie will sie Digitalisierung nutzen, schon sehr wichtig. Und ich könnte hier auch ein bisschen das Pferd von hinten aufzäumen. Wenn wir jetzt im Kulturbereich uns bewegen, haben wir ja ein Megathema in den letzten Jahren nach vorne getrieben, kulturelle Bildung. Und wenn ich mich frage, wen will ich hier eigentlich, warum kulturell bilden und wo ist die Zielgruppe, dann komme ich natürlich zwangsläufig im Grunde auf junge Menschen und deren Nutzerverhalten ist anders geworden. Wenn ich also ein Interesse habe als Staat, sage ich mal, als Land, eine Öffentlichkeit zu haben, die Kultur interessiert ist, die das nachfragt, was ich vorhalte in Museen, Archiven und Bibliotheken, dann muss ich es vielleicht auch so aufbereiten, wie sie es nutzen will. Und auf diese Art und Weise komme ich letztlich dazu, dass ich dieses tun muss und muss es bei diesen Institutionen ansiedeln und komme letztlich dann auch als Haushaltsgesetzgeber nicht drumherum, diesen Institutionen die finanziellen Mittel zur Verfügung zu stellen, um diese Leistung zu erbringen. Also ja, direkt dazu. Kurz nochmal reinspringen, also ich würde das Ding, wo ich sofort sagen würde, stopp, ich würde jetzt irgendwie, wenn ich digital denke, nicht automatisch mehr jung denken wollen. Ne? Also mich würde es eher stören, wenn irgendwie Neue Nationalgalerie jetzt anfangen würde, irgendwie, ey, wir sind Neue Nationalgalerie und hier ist der voll krasse Swag, den ihr jetzt bei uns da und da findet. Das ist es nicht. Also ich gebe mir das Beispiel meiner Tante Ute, 83, die mich auf Social Media terrorisiert, indem sie alles kommentiert, was ich mache. Sie wollen keine Tante Ute im Nacken haben. Ich habe sie, aber die ist zum Beispiel, die ist hochgradig, das passiert immer mehr, das ist hochgradig kulturinteressierte Frau, deshalb kommentiert sie auch alles. Und die ist aber mittlerweile 83 und relativ immobil. Und da ist das natürlich eine wunderbare Chance im Rahmen des Auftrags, den wir alle haben, den zu erfüllen und dort Zugänge zu schaffen, Möglichkeiten zu schaffen. Also ich würde das wirklich gesamtgesellschaftlich denken. Ich glaube, das ändert sich so, so schnell, wie sich das bei Social Media geändert hat, wo wir mittlerweile die meisten Zugangsdaten bei Leuten haben, die plus 65 sind. Also das dreht sich gerade wahnsinnig. Ja, ich glaube auch, was wichtig ist an der Stelle, sagen, im Silicon Valley gibt es den schönen Satz, alles was ein Computer tun kann, wird ein Computer perspektivisch tun. Oder nicht nur das perspektivisch lassen die weg, das ist sozusagen schon die deutsche Relativierung, ehrlicherweise, in der wir das so ein bisschen auf die Strecke schieben. Ich glaube, vor dem Satz darf man sich auch nicht fürchten, sondern den muss man einfach annehmen. Deswegen wäre für mich tatsächlich auch nicht die Frage, mache ich Digitalisierung oder mache ich sie nicht? Sozusagen, wenn ich diese Frage anfange zu erörtern, dann bin ich ehrlicherweise schon auf der falschen Ebene. Die Frage ist, wie mache ich das? Und dieses Wie ist aber das Entscheidende, weil wir natürlich Spielräume haben und wir uns auch fragen müssen, zu was nutze ich das denn? Was ist eine Technik? Eine Technik nutze ich zu einem Zweck. Und diesen Zweck muss ich definieren. Ich weiß nur, dass wenn ich sie nicht nutze, andere das für mich tun werden. Also es gibt den, kommen wir nochmal auf die Musikwirtschaft, weil es so naheliegend ist, dass sagen, die Metapher, mit der wir die Digitalisierung ja immer belegen im öffentlichen Diskurs, ist die der Disruption. Und wir verwenden das Wort immer so hübsch metaphorisch.
Dahinter steckt aber ja eine volkswirtschaftliche Theorie von Clayton Christensen, The Innovator's Dilemma, die im Prinzip beschreibt, dass die Unternehmen, die besonders erfolgreich am Markt gerade jetzt sind, nicht begreifen, dass die Marktbedingungen sich verändern, weil sie ja gerade so profitabel und erfolgreich sind und deswegen der Erfolg im Jetzt die erste Bedingung für das Scheitern morgen ist, weil ich gar nicht merke, dass sich etwas verändert, sondern das erst merke, wenn es zu spät ist und andere auf dem Platz sind. Und wenn man sich jetzt mal prüft, sozusagen als erfolgreiche Kulturinstitution, dann findet man bei sich selber durchaus Mechanismen und auch als Staat Mechanismen, denen wir sagen, betrifft mich doch alles nicht, ich habe doch ein Monopol, das kann doch keiner. Und ich glaube, diese Gewissheit darf niemand mehr heutzutage haben, weil wir einfach wissen müssen, dass Marktbedingungen sich gerade radikal verändern, und zwar für alle Beteiligten, weil sich die Rezeptionsbedingungen radikal verändern. Und darin stecken Chancen, weil ich natürlich diejenigen, die es vielleicht seit 30 Jahren nicht mehr plausibel finden, samstagnachmittags in 6 Meter hohe Räume zu gehen und sich irgendwie Bilder an der Wand hängend anzugucken, trotzdem erreichen kann mit dem, was da ist und unter Umständen durch dieses Erreichen auch begeistern kann dafür, dann trotzdem mal hinzugehen. Und wenn sie dann da waren, auch wiederzukommen. Und diese Chancen zu nutzen, da steckt eine unglaubliche Spannung drin, vor der man, glaube ich, gar keine Angst haben muss. Die Chancen also nutzen, die sich ergeben, aber ich möchte gleichwohl noch mal auf den Punkt zurückkommen, dass es ja doch bei vielen so ist, dass wenn man über diese Themen redet und auch mit dem einen oder anderen Haushälter darüber redet, dass die Digitalisierung nach wie vor als eine Art Naturkatastrophe empfunden wird, die man erstmal bewältigen muss und mit der man umzugehen hat. Und all das bedeutet für die Kulturinstitutionen gleichwohl auch ein Umdenken in ihrer gesamten Organisation und wie mit Informationen innerhalb der Organisationen umgegangen wird und wie sie an die Öffentlichkeit gebracht werden. Und das haben Sie ja, Herr Renner, sehr gut beschrieben, dass es sozusagen keine Substituierung gibt, sondern dass es eine zusätzliche Aufgabe ist. Und nochmal an Sie, Herr Broster, auch. Natürlich kann man über den Projektbegriff streiten. Es gibt auch einen arbeitsrechtlichen Projektbegriff. Und wenn wir den heranziehen, ist der relativ klar definiert. Und da stoßen wir an und das rechtlich Zulässige, was wir mit den Mitarbeitern in den jeweiligen Digitalisierungsprojekten machen. Und deswegen ergibt sich natürlich auch der Wunsch aus den verschiedenen Institutionen bzw. Projektorganisationen, die aber zum Teil selbstständig sind, wie die Deutsche Digitale Bibliothek, aber auch die verschiedenen Sachen auf Landesebene. Also wie bringt man das zusammen? Von der Naturkatastrophe, die Haushälter überzeugen, es wird ja Geld investiert und es ist ja auch Geld da für die Digitalisierung, die Datenautobahnen und Sie haben es durchgesetzt im Koalitionsvertrag. Das ist natürlich eine großartige Nachricht. Also was ist der nächste Schritt, der zu vollziehen ist, um genau das zu ergreifen, um die Strukturen zu schaffen, um die Chancen ergreifen zu können und zwar auch nachhaltig ergreifen zu können. Das ist ja die sozusagen 500 Milliarden Dollar Frage. Ich glaube, die eine Struktur und den einen Schritt gibt es nicht. Also ich glaube, ich kann einfach ein paar Erfolgsparameter beschreiben, die ich wahrnehme. Also eines, was bei uns in Hamburg konkret sicherlich hilft, ist, dass der CIO, anders als in den meisten anderen Landes- und Bundesverwaltungen, nicht beim Innenminister liegt, sondern in der Finanzbehörde. Das führt dazu, dass sozusagen die wissen, was alles schiefgehen kann und dass IT-Projekte etwas kosten und sozusagen die am Anfang unterstellten Refinanzierungsoptionen durch die Effizienzsteigerung der Einführung der Technik, eine der größten Lügen bei Digitalisierungsprojekten, sich nicht unbedingt immer erlösen, sondern ich am Ende sozusagen den Zweck darin sehe, dass ich eine Serviceverbesserung habe. Und das ist auch der Punkt an der Stelle, den man gehen muss. Das hilft, wenn das die Haushälter innerhalb der Stadtverwaltung schon mal wissen, weil sie selber dafür verantwortlich sind und weil sie beispielsweise gerade selber ihre Haushaltsrechnung modernisieren und dafür auch 2-stellige Millionenbeträge aufwenden. Das hilft dann, wenn man mit anderen Projekten kommt an der Stelle. Ich glaube, das im Kern Entscheidende ist das, was ich vorhin gesagt habe, dass man sozusagen anfangen muss, sich in Bewegung zu setzen, und zwar agiler und schneller sich in Bewegung setzen muss und nicht glauben muss, dass es jetzt ein Projekt ist, das man durchsetzt und dann hat man es aber geschafft, kann ermattet zurücksinken und sagen, jetzt habe ich mich digitalisiert und jetzt geht es wieder 100 Jahre so weiter, genauso wie wir uns vor 100 Jahren elektrifiziert haben und dann kommt der nächste heiße Scheiß. Sondern das werden sozusagen ganz viele schnelle Innovationszyklen sein, in denen ich drinbleiben muss, bei denen ich Geschwindigkeit aufnehmen muss. Und für mich das Allerentscheidendste ist, dass wir die Entscheidungskompetenz bewahren, was sinnhaft in welcher Struktur zu erledigen ist. Weil wir auch da momentan feststellen, und zwar allerorten, dass wir
zwar alle Projekte machen sollen, wenn wir uns aber mal ganz ehrlich machen als öffentliche Hand und auch als öffentliche Museen, wie ein IT-Projekt funktioniert, wissen wir eigentlich alle nicht. Und wenn jemand mit einer Technik zu mir kommt und sagt, ich mache das SAP-basiert und ein zweiter sagt, ich programmiere das selber in folgender Sprache und ein dritter sagt, die haben da in Norderstedt irgendwas, das haben die schon mal gemacht, das adaptiere ich dir, dann möchte ich den im Raum sehen, der sozusagen mit gesicherter technischer Erkenntnis sagen kann und ich weiß jetzt, was der richtige Weg ist. Das wissen wir meistens alle nicht und wir entscheiden dann hübsch nach den öffentlichen Vergabekriterien nach dem Preis. Und wählen dann sozusagen nach dem Preis etwas aus, was aber nicht die beste Lösung sein muss. Das heißt, die Frage ist, schaffen wir uns Strukturen, in denen wir solche Projekte mit dem IT-Fachverstand bauen können. Das wird aber eine Kulturinstitution nicht alleine schaffen, weil sie sich nicht alleine den IT-Fachmann anschaffen kann. Da brauche ich, und das ist das, was wir in Hamburg gerade versuchen, letztlich städtische Realisierungsstrukturen, wo ich eine Gesellschaft schaffen muss als Stadt, die in der Lage ist, solche IT-Projekte zu führen. Und zwar dann auch fallweise jemanden anstellen kann für ein Projekt und dann auch wieder sozusagen in andere Projekte bringen kann und nicht mehr dafür sorgen muss, dass ich solche Leute reinhole, die langweilen sich nach 6 Monaten, wenn das Projekt abgeschlossen ist und ich nur noch Maintenance machen muss, zumindest für diesen konkreten Zusammenhang und ich dann jemand anders bräuchte. Das heißt, das sind, glaube ich, die Fragen, die man bewegen muss. IT-Fachverstand mit reinholen und den verkoppeln mit dem Inhaltlichen und nicht zu glauben, ich habe da eine Idee, die drücke ich in mein EDV-Referat und die lösen das schon irgendwie, weil die mir ja auch sonst die Rechner miteinander verkabeln. Die Kompetenzen, die wir da brauchen, sind völlig andere und die haben wir in der Regel alle nicht in den Häusern, weil wir für die gar nicht attraktiv sind. Die wollen gar nicht arbeiten bei uns, die wollen ganz woanders arbeiten, auch in anderen Kontexten arbeiten. Aber denen Andockpunkte und Schnittstellen zu liefern, das ist das Spannende und da müssen wir daran arbeiten, dass wir die schaffen können, um die mit in die Prozesse reinzubringen. Ich sehe das nicht so problematisch, weil ich denke, dass wir uns letztlich in Sachzwänge reinbegeben, die den Haushaltsgesetzgeber dann schon auch überzeugen. Wenn ich ein Theater, ein historisches Theater dort stehen habe und das ist renovierungsbedürftig, wird man irgendwann auch das Geld auftreiben, um diese Sanierung, diese Renovierung, diesen Neubau auf den Weg zu bringen. Ich habe das bisher eigentlich noch nicht anders erlebt. Es dauert vielleicht manchmal etwas länger. Wenn es keinen Volksentscheid gibt, dann... Und wenn ich Institutionen habe, wie eine Landesbibliothek, ein Staatsarchiv und fange einmal an zu digitalisieren, den Bestand umzusetzen. Ich will mich jetzt nicht auf die technischen Dinge einlassen, aber dann kann ich nicht auf halber Strecke wieder aufhören. Also insofern sind wir sicherlich im Augenblick alle noch etwas am Suchen und Probieren und ich glaube, wir müssen auch noch mehr, wie wir immer so schön sagen, die Rahmenbedingungen festzurren und das sind natürlich technische Fragen, die ich weniger beurteilen kann, aber ich glaube, dass die Sache an sich auf den Weg kommt und sich festsetzen und institutionalisieren wird, da bin ich eigentlich ohne Zweifel. Ich wäre da nicht ganz so optimistisch, denn das menschliche Wesen braucht normalerweise eine konkrete Vorstellung von der Gefahr. Also die bröckelnde Decke oder eben halt die freundlichen Kollegen vom Brandschutz, die ihnen gerade bald das Theater zumachen, die sind sehr konkret und sehr klar vorstellbar. Und jeder hat schon mal ein Bild eines brennenden Hauses gesehen und weiß, was da passiert. Die Vorstellung, dass wenn ich jetzt nicht auch mal beginne, mich transparent zu machen, meinen Kultureinrichtungen, diese maßgeblich an Relevanz verlieren und damit dann irgendwann Kultur tatsächlich im Kern gefährdet wird, das ist so abstrakt. Das ist für viele Menschen so weit weg, das kriege ich gar nicht hin. Die Tatsache, dass wenn, um es mal konkret zu sagen, ich nicht anfange jetzt zu probieren, aus Theatern zu streamen, VR-Technologien einzusetzen und damit neue Leute zu begeistern, irgendwann nicht in Gefahr laufe, dass dieses Theater dann vielleicht auch leer ist, während ich, wenn ich es einsetze, eine hohe Wahrscheinlichkeit habe, wie wir es bei meinetwegen der Berliner Philharmonikern sehen, wie wir es auch sehen beim Gorki, dass die Hütte noch voller ist, als sie sonst eh schon wäre. Das sind erstmal so Prozesse, die muss ich erstmal anschieben und diesen Schmerz spüre ich noch nicht oder die Gefahr sehe ich noch nicht konkret. Und insofern könnte das sehr, sehr lange dauern. Geschwindigkeit kriegt man natürlich, ich schließe mich ansonsten natürlich bei allem an, was mein Kollege aus Hamburg und Genosse Broster sagt, aber ich würde vielleicht noch da ergänzen, Geschwindigkeit kann ich auch damit bekommen, dass ich die Intelligenz der Masse nutze. Also für uns hier in Berlin, und das haben wir zum Glück auch im Koalitionsvertrag durchsetzen können,
ist es einfach wichtig, dass die Leute, die wir fördern im Bereich Digitalisierung, das dann bitte auch im Bereich als Open Data zur Verfügung stellen, was sie machen. Und damit haben wir natürlich nochmal eine ganz andere Mechanik dahinter, nämlich wirklich die Intelligenz der Masse, die damit etwas anfangen kann, die damit anfangen kann, eigene Ideen, eigene Projekte zu entwickeln, die ich nicht mehr finanzieren muss, aber wo ich eben halt eine sehr, sehr hohe Chance habe, gerade dadurch neue Impulse zu bekommen, neue Meldungen zu bekommen, neue Visionen zu bekommen und auch den einen oder anderen Haushälter zu begeistern durch etwas, was automatisch passiert. Vielleicht noch sagen eine Ergänzung an der Stelle, weil es gibt so eine verhängnisvolle Neigung allgemein in staatlichen Kontexten. Ich glaube, Unternehmen ist das teilweise auch so, dass man sagt, das, was als erstes geklärt sein muss, ist, dass ich das Geld habe. Wenn ich das Geld zugesichert bekommen habe, dann fange ich an nachzudenken, was ich damit mache. Und sozusagen, das ist eine ganz schlechte Voraussetzung, um Haushälter davon zu überzeugen, einem das Geld zu geben. Nach dem Motto, ich brauche jetzt 50 Millionen in einem Innovationstopf für die digitale Stadt, vorher entwickle ich keine Projekte. Das funktioniert in der Regel nicht, weil wenn Sie diesen Topf da haben, ist er so schnell Sie nur gucken können, ausgegeben für genau die Dinge, die Sie nicht wollten. Das heißt, was man machen muss, ist, wenn man seine Haushälter und seine sozusagen Finanzer überzeugen will, ist, die Konzepte aus eigener Motivation heraus entwickeln und sozusagen so weit an die Realisierungsreife heranbringen, dass ich dann auch überzeugen kann mit einer tatsächlichen inhaltlichen Vorstellung. Und die Erfahrung, die wir dann machen, ist, dann findet sich das Geld auch. Das Geld ist ja da. Ich bin dann am Ende in Allokationsentscheidungen. Wenn ich aber ein konkretes Projekt, ein konkretes Vorhaben mit einer Zielperspektive habe und sage, das will ich machen und ich weiß auch, wie ich es mache und das sind die nächsten 5 Schritte, erhöht sich schlagartig die Plausibilität, dass das gelingt, als wenn Sie abstrakt kommen und sagen, ich brauche 10 Millionen Euro, weil ich mein Museum digitalisieren will. Dann sagen alle, ja und wie und wo, ja, was mache ich dann? Also ich beauftrage erstmal hier, habe ich Kienbaum, die machen das für mich oder so. Das ist so rum nicht. Sondern anfangen, Konzept schreiben und für das Konzept dann die Mittel akquirieren. Das ist der Weg, der in der Regel funktioniert, auch bei Haushältern. Darf ich meinen Optimismus noch mal verfestigen? Ich bin schon der Überzeugung, dass Angebot auch Nachfrage schafft. Und ich erinnere mich, ungefähr vor 10 Jahren haben Museen, Archive, auch Bibliotheken sich bei uns beklagt, dass sie zu wenig wahrgenommen werden. Sie halten so viel vor, und Schulklassen kommen nicht zu Ihnen, Sie spielen nicht die starke Rolle, die Ihnen eigentlich zukommt im Bereich gerade der kulturellen Bildung. Und ich glaube, gerade für diese Institutionen bieten sich jetzt enorme Chancen und ich bin davon überzeugt, dass die auch ergriffen werden. Und ich finde, das hat auch die Tagung heute gezeigt, wie mit diesen neuen Möglichkeiten sehr, sehr kreativ und intelligent umgegangen wird. Ich bin ja normalerweise immer verschrien, bei mir zumindest im Amt, der notorische Optimist zu sein, aber jetzt bin ich plötzlich in der Rolle des Pessimisten. Also kommt, ich würde das, was Sie gesagt haben, unterschreiben wollen für Wirtschaft. Und selbst bei Wirtschaft sind die, und ich habe es ja erleben dürfen am eigenen Leibe quasi in der Musikwirtschaft, sind die Prozesse des Wandelns viel zu langsam, gemessen daran, wie Digitalisierung sich entwickelt, wie sich die Bedürfnisse der Nutzerinnen und Nutzer entwickeln. Das hat schon die Musikwirtschaft fast gecrasht, das crasht gerade die Presse und, und. Also das sind einfach Effekte, da kommt nicht mal die Wirtschaft in ihrer normalerweise automatisch durch Gewinnstreben heilenden Funktion hinterher. Wie sollen denn dann Institutionen hinterherkommen, die überhaupt kein Gewinnstreben haben? Wie sollen denn Institutionen, die überhaupt nicht frei entscheiden können, wie sie ihre Mittel einsetzen, weil sie keine Eigenmittel erwirtschaften, darauf reagieren können? Die haben überhaupt nicht die Möglichkeit, diesen Selbstheilungsprozess dann durch die Nachfrage der Nutzerinnen und Nutzer mitzunehmen, wenn es nicht in der Politik mitgedacht und mitgemanagt wird. Man kann natürlich auch durch die Förderung von Projekten Trends verstärken und befördern. Ich glaube, das ist das, was Sie meinten, dass eben damit das Angebot auch die Nachfrage entsprechend anregt. Ich habe bei Ihnen verstanden, Herr Renner, dass Sie es sogar ausschließen, dass eine Förderung nur dann erfolgen kann, wenn auf eine wirtschaftliche Verwertung verzichtet wird durch die Institutionen. Ist das richtig?
Nicht ganz so deutlich steht es im Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag steht aber schon deutlich, dass das Ziel ist, bei allen geförderten Digitalisierungen, dass eine Open Data Policy im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten erfolgt. Und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten logischerweise heißt, wenn ich irgendwas digitalisiere, wo einfach Schutzrechte noch drauf sind, gültige, kann ich es nicht 100% Open Data machen, klaro, aber eben bei allen anderen Sachen, klar. Kurz nachfragen, die Berlinische Galerie digitalisiert ihre Bestände und die nicht mehr durch das Urheberrecht des Künstlers geschützten Werke müsste sie dann frei zur Verfügung stellen. Das legen wir ihr sehr, sehr deutlich nahe im Koalitionsvertrag, ja. Machen wir das in Baden-Württemberg auch so? Oder würden Sie das auch so sehen? Ja, das, dafür, so sehe ich das mit dem Urheberrecht auch. Wenn das nicht mehr geschützt ist, steht es zur Verfügung. In Baden-Württemberg gibt es andere Fälle, die heute auch diskutiert wurden hier. Das, ich bin keine Juristin, insofern tue ich mich da ein bisschen schwer und ich weiß auch nicht, ob das jetzt hier eine Frage des auslaufenden Urheberrechts für das Originalwerk war oder ob das nachher dann nochmal einen neuen Rechtstatbestand durch das Foto gab. Das ist dann, glaube ich, wieder ein neuer Fall. Ja, das kann man, ja, das ist durchaus schwierig. Man kann sich darüber streiten, aber das ist sozusagen, ja, freudig zu hören. Ich glaube, in Hamburg sieht man es ähnlich. Herr Broster? Ja, also sagen auf der ersten Ebene der Digitalisate würde ich zu dem gleichen Schluss kommen. Ich würde, Hamburg ist ja nur seit Jahrhunderten Kaufmannsstadt und irgendwie finden wir das auch nicht doof, dass man auch Geld verdienen kann, sozusagen schon sagen, dass wenn ich Digitalisate habe, dann zu überlegen, ob ich daraus auch Produkte entwickeln kann, die ich wiederum zur Refinanzierung anderer Aufgaben meiner Kultureinrichtung nutzen kann, muss das nichts Schlimmes sein. Das ist, sagen wir nochmal, zwei Paar Schuhe, ob ich sozusagen nach Open Data Standards erstmal die Digitalisate in einer Rohform zur Verfügung stelle und ob ich dann eine Veredelung aber unter Umständen trotzdem noch als Produkt an den Markt bringe, ich aber durch die Förderung überhaupt erstmal die Möglichkeit geschafft habe, dahin zu kommen. Da finde ich schon, muss das Nachdenken nicht aufhören bei dem Punkt, ich habe jetzt jede Menge Roh- und Metadaten darum stehen, die knalle ich jetzt in eine Datenbank und dann sollen die gucken, was die damit machen. Wenn ich die zugänglich mache, aufarbeite, in bestimmte Formen bringe, finde ich, sind das auch Produkte, die ich entwickeln kann, mit denen ich dann auch wiederum Erlöse generieren kann, die ich ja brauche, weil wir ja alle feststellen, dass wir als Staat doch so unsere Schwierigkeiten haben, Kulturinstitutionen so auszustatten mit Finanzen, wie wir sie eigentlich ausstatten müssten. Kann man so oder so sehen? Also gibt es ja einen schönen, ich meine, das kennen Sie alle, den schönen Gegenbeispiel des Rijksmuseums in Amsterdam. Die haben netto damit eine gute Erfahrung gemacht, weil eben halt einfach eben halt ihre Kerndienste so viel mehr, ihr Kernangebot so viel intensiver genutzt wurde, dadurch, dass sie eben halt eigentlich alles freigegeben haben, dass sich das locker für die gerechnet hat. Ne? Also wir, das sind die Hamburger, sind die Kaufleute, das schätze ich auch sehr, und die Berliner sind die Innovatoren. Wir probieren einfach. Das klappt nicht immer, wie man Flughäfen sieht. Wenn euch das hilft. Jetzt hält es kaum manche noch auf dem Stuhl und sie möchten sich beteiligen. Der erste, den ich habe zucken sehen, war Paul Klimpel. Nee, ich glaube, das darf nicht nehmen, weil das ist eine Kopplung. Ein Saalmikrofon wird gebraucht. Ist das ja ein interessantes Anknüpfen an den Diskurs heute Nachmittag. Denn mit Förderung steuert man, und zwar politisch, Zugang oder Nichtzugang. Und da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Man kann den Weg gehen, den Berlin jetzt geht und sagt, wenn wir fördern Digitalisierung von gemeinfreien Werken, um nichts anderes geht es, dann fordern wir auch, dass diese gemeinfreien Werke zugänglich sind. Wenn ich den Hamburger Weg richtig verstehe, ist es, das machen wir auch so, aber wir haben nichts dagegen, wenn, obwohl es gemeinfrei zur Verfügung steht, dann noch irgendein innovatives kaufmännisches Modell obendrauf gesetzt wird, damit Geld verdient wird. Was wir aber nicht tun, so habe ich Sie zumindest verstanden, aber korrigieren Sie mich, wir erzwingen nicht von den Häusern weiterhin Kontrolle über diese Digitalisate in dem Sinne auszuüben, wie wir das heute Nachmittag diskutiert haben, also zu verhindern, dass sie in der Wikipedia oder sonst wo stehen, weil sie sollen der Gemeinschaft,
der Gesellschaft zur Verfügung stehen. Denn das ist ja auch eine Möglichkeit, über Zuwendungsrecht und Refinanzierungsvorgaben eine Kontrolle zu erzwingen. Ich weiß nicht, ob das Baden-Württemberg macht. Ich weiß nicht, aber für Sie ganz konkret, und ich gucke jetzt Frau Kurz an, weil sie kommt aus Baden-Württemberg, wenn zu Ihnen ein Museum kommt und Gelder für Digitalisierung haben will, würden Sie erstens auch so eine Vorgabe machen und zweitens würden Sie einem Museum Geld für Digitalisierung geben, das genug hat, um damit Prozesse gegen Wikipedia, gegen die Wikimedia anzustrengen und die Verbreitung von kulturellem Erbe außerhalb der Kontrolle des Museums zu verhindern? Das Museum in Mannheim, die Reis-Engelhorn-Museen sind keine Landesmuseen, sondern ich sehe sie als, wie kann ich sagen, private Museen, aber es ist tatsächlich eine Stiftung getragene Einrichtung, es sind mehrere Museen und wir haben es ja heute gehört, zu 15% ist die Stadt Mannheim beteiligt. Insofern bin ich schon ein bisschen der falsche Adressat für die Frage. Ich habe nicht gefragt, was Sie beim Reis-Engholm-Museum tun würden. Ich habe diesen Namen nicht erwähnt. Ich habe gefragt, was Sie tun würden, wenn ein vom Land finanziertes Museum zu Ihnen käme. Also wir haben in Baden-Württemberg schon die Richtung, das sehen Sie auch im Wissenschaftsbereich und in der letzten Legislaturperiode von den grünen reformierten Landeshochschulgesetz, dass das, was mit öffentlichem Geld entsteht, auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wird. Und insofern, wenn die Staatsgalerie mithilfe von Landesgeldern Gemälde digitalisieren, kann ich sie natürlich durchaus, finde ich, kostenpflichtig abgeben, aber sie stehen dann sozusagen zur Verfügung. Ich bin Till Kreuzer. Ich hätte noch eine Anmerkung dazu. Man muss durchaus unterscheiden zwischen was heißt zur Verfügung stellen der Öffentlichkeit. Ja, also Open Data oder Open Access ist nicht gleich free im Internet stehen. Und das hat auch eine große Auswirkung auf diese Frage, inwiefern setzt man voraus oder untersagt sogar, dass die Nachnutzung durch die Institutionen selbst zu irgendeiner Art von, ja, wirtschaftlichen Einkünften führt, denn Open heißt zur Nachnutzung freigegeben, insbesondere, das bedeutet, dass man jedermann erlaubt, damit eben dann auch Dinge zu tun, das ist auch dieser Open Data Ansatz, also jeder kann seine eigenen Geschäftsmodelle darauf aufbauen, Open im weiten Sinne verstanden oder zumindest jeder kann eben sagen, okay, tolle Digitalisate, ich habe eine gute Webseite und ich stelle die da alle drauf und dann kann man darum rum natürlich sagen, okay, das ist überhaupt nichts dagegen zu sagen, jetzt auch noch ein eigenes Geschäftsmodell seitens der Institutionen zu entwickeln, was diese Art von Nachnutzung nicht behindert und ich glaube, da sich wahrscheinlich wieder einig, das wäre eine Frage gewesen. Ja, Sie nicken fleißig alle Mann. Die Fatboy-Sitzsäcke genau. Vom Reichsmuseum meinst du? Genau, das ist so. Also Open schließt ja Geschäftsmodelle, das habe ich ja vorhin in meinem Vortrag ein bisschen anklingen lassen, mit den Inhalten, Materialien, Software in diesem Fall eben ja auch nicht aus. Da ganz hinten winkt ein Arm. Hallo, Sebastian Weyroth. Frau Kurz, Sie sagten eingangs, sprachen Sie davon, dass die wirtschaftlichen Voraussetzungen erstmal geschaffen werden müssen mit der Autobahn, sprachen Sie, um dann die Kultur da zu transportieren. Ich möchte Sie auffordern, sich davon zu lösen, von diesem Primat der Wirtschaft. Das ist Quatsch. Also die Wirtschaft profitiert von der Kultur, so rum funktioniert das. Und selbst wenn nur ein schwäbischer Schraubenhersteller sich auf deutsche Ingenieurkunst beruft oder wenn bei der Einführung eines neuen Autos Rammstein gespielt wird, schon da profitiert die Wirtschaft von der Kultur. Und wenn Sie die kulturellen Errungenschaften, die sich angesammelt haben, wenn man die erstmal ein Geschäftsmodell dafür sucht und sie dann freigibt,
dann funktioniert das viel schlechter, als wenn man die kulturellen Errungenschaften freigibt und dann 1 Million Leute drauf zugreifen und 1000 Geschäftsmodelle daraus bauen. Ja? Und um zu diesem Autobahn-Metapher zurückzukommen, lassen Sie den Verkehr bestimmen, wie die Autobahnen laufen, und bauen Sie nicht erst die Autobahn, damit dann irgendeine kulturelle Anwendung dafür gefunden werden kann. Ja, bitte, wollen Sie darauf antworten? Noch eine Meldung da drüben und dann. Danke. Mein Name ist Wolfgang Krams. Ich arbeite für einen kommerziellen Anbieter von Digitalisaten im Internet und wollte jetzt, gerade weil die letzte Gesprächsrunde zu dem Thema ging, nur eine kleine Anregung dazu geben. Die Firma heißt Ancestry, kommt ursprünglich aus den USA und hat dort ganz erfolgreich mit den National Archives Digitalisate publiziert. Und ich habe den Prozess in Deutschland begleitet. Seit 10 Jahren gibt es die auch in Deutschland. Und es gibt sehr erfolgreiche Kooperationen mit nahezu 80 Archiven hauptsächlich. Das bezieht sich jetzt nicht auf Museen und Projekte, die hier auch diskutiert worden sind, aber es betrifft die Gestaltung von Zugängen zu Kulturgut. Wir machen das, wenn Sie so wollen, für die 98 anderen Freunde des Archivars. Das sind die Online-Nutzer, die mit populärem Interesse historisches Archivgut nutzen wollen. Und in diesen Projekten und Kooperationen werden viele von diesen Fragen diskutiert, die uns beschäftigen. Und ich wollte anregen, ob man nicht dazu, zu dieser Kooperation von kommerziellem Interesse und Kulturgutinstitutionen oder Gedächtnisinstitutionen auch mal ein Panel einrichten könnte. Das ist viel zu viel, um das alles hier jetzt in so einer Frage aus dem Publikum zu kommentieren. Aber ich weiß, dass sehr viele von den Fragen zu tragfähigen und wirklich super Lösungen gereift sind in der Zwischenzeit. Das wollte ich zu bedenken geben. Einen letzten Punkt vielleicht noch. Das Hessische Staatsarchiv veranstaltet in der nächsten Woche genau zu diesen Fragen innovative Lösungen eine Tagung, wo solche Praxisbeispiele auch vorgestellt werden. Und ich glaube, das wäre für diese Runde auch eine interessante Anregung. Vielen Dank für die Anregung. Ich glaube, ich erinnere mich an 5 Zugang-Gestalten-Konferenzen, bei denen es ein eigenes Panel zur wirtschaftlichen Verwertung gab. Diesmal nicht, gleichwohl haben wir es hier gehabt. Und ich möchte nur noch eine Anmerkung vielleicht machen. Bernd Neumann, Staatsminister für Kultur und Medien, wurde mal von einem Kabarettisten heimlich, er hat sich nicht geäußert als Kabarettist, was eigentlich passieren würde, wenn das Internet voll sei. Und Bernd Neumann war eine Kabarettistin, Entschuldigung, hat sozusagen konsterniert darauf geantwortet, aber ganz lustig, ja, da muss man anbauen. Ich glaube, dieser Diskurs zwischen wirtschaftlichen Nutzung der digitalen Möglichkeiten und den kulturellen Nutzung der digitalen Möglichkeiten ist keine Frage der Bandbreite von Datenautobahnen, sondern ist, glaube ich, ein Wettbewerb der Ideen und auch des Nutzerverhaltens und der Innovationskraft der kulturellen Einrichtungen, wie sie ihre Themen an den Mann bringen wollen und auch was für eine Art, um das neudeutsch zu sagen, Content Marketing sie in dem Bereich betreiben. Deswegen meine Abschiedsfrage und Abschlussfrage in die Runde, bitte um eine kurze Antwort. Was wäre für Sie eine Botschaft an einen Kulturpolitiker im Jahr 2000, wenn sich der Zeittunnel nach hinten öffnet? Herr Broster, fangen wir bei Ihnen an. Botschaft 1, hab keine Angst. Und Botschaft 2, wenn es in 18 Monaten schwierig wird, weil alles sozusagen zu crashen droht, mach trotzdem weiter. Botschaft 1, um zu gucken, was gerade, um zu begreifen, was passiert, guck mal, was seit 1999 mit der Musikindustrie passiert. Es ist schon da. Botschaft 2, ja, du wirst dafür abgewählt werden, aber irgendwann benennt man eine Straße nach dir. Aufgeschlossen und kreativ bleiben, wie das ja in der Regel in diesen Kreisen sowieso üblich ist. Frau Kurz, Herr Renner, Herr Broster, ganz herzlichen Dank für die Teilnahme an dieser Diskussionsrunde.
Ich danke auch und ich brauche jetzt den Platz hinter mir. Und ich möchte diese... Nein, jetzt gibt es noch keinen Wein. Sie werden jetzt noch eine ganze Weile zuhören müssen, denn ich möchte mich jetzt bedanken. Und das sind so viele, das wird eine Weile dauern. Erstmal natürlich bei den Partnern, die diese Konferenz möglich gemacht haben. Und das sind ja nicht nur Institutionen, das sind immer auch Personen. Und einige davon möchte ich nennen. Für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz ist es insbesondere Monika Hagedorn-Sauper gewesen. Für das Arsenal Frau Schulte-Strathaus. Für das Bundesarchiv Herr Dr. Hollmann, mit dem die gesamte Vorbereitung so wunderbar war. Für DIGIS Beate Rusch beispielhaft. Oder für die Deutsche Digitale Bibliothek Frank Frischmuth. Vielen Dank. Für die Deutsche Nationalbibliothek, Frau Niggemann, für das Deutsche Historische Museum Hamburg, Boris von Nutz, für das Internet- und Gesellschaftskollaborator, Monika Jaluschke, für iRights Info nur stellvertretend David Pachali, der hierüber auch berichtet, für das Jüdische Museum Frankfurt am Main, Miriam Wenzel, für Wikimedia Deutschland, John Weizmann und Barbara Fischer und für ZKM Annette Holzheit. Also es sind immer Personen, die so eine Konferenz möglich machen. Es ist das Land Berlin, was diese Konferenz gefördert hat. Ganz herzlichen Dank auch an Frau Behrendt, die das sehr unkompliziert, diese Förderung organisiert hat. Das ist nicht selbstverständlich. Das finde ich toll. Und auch einen ganz, ganz herzlichen Dank nochmal an Sonja K. und an Google. Auch da ging diese Förderung nun schon zum 6. Mal und sehr unkompliziert. Danke auch hier ans Haus, an diejenigen, die für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hier vor Ort waren, für Frank von Hagel und Bernd Rottenburg. Und jetzt fange ich an mit dem Team. Ganz wichtig für eine Konferenz, vor allen Dingen für eine Konferenz mit so einem straffen Programm und so einer langen Aufmerksamkeitsspanne, ist der Kaffee. Vielen Dank an das Team von Konja Buna. Vielen Dank auch an das Catering von BusyBee. Video mitgefilmt und es wird schon ab Montag oder Dienstag online sein, hat Leonard Lesch. Fotos hat wieder gemacht Hans-Georg Schöner. Die werden auch wieder unter freier Lizenz im Netz stehen. Das Livestreaming hat Voice Republic übernommen. Und auch wenn das Livestreaming selbst manchmal etwas gar geholpert hat, so werden wir doch die Audio-Files schon bald im Netz hören können. Tobias Schwarz und Anne Jabosch von den Netzpiloten haben geblockt. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt das Team, wo ist es denn überhaupt? Es soll doch hinter mich kommen. Ich habe doch extra Platz gemacht. Und stellvertretend auch hier nur für die vielen, die hier waren, wieder nur stellvertretend Friederike Rönert und Hanna Gabor und last but not least die Frau, die alles hier zusammengehalten hat, der wir verdanken, dass es alles so gut funktioniert hat, Pamela Kätner. Ich habe mit Sicherheit viele Menschen vergessen, die mögen mir das verzeihen, aber es liegt vielleicht einfach daran, dass nach so 2 Tagen vollem Programm irgendwann auch die Aufmerksamkeit runter ist. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf den Wein und ich hoffe, wir haben noch genug.